Euer CCT-Shop-Team sagt danke fürs Einschalten. Heute zum Unboxing und Hands-on des Vivo X27 Pro. Ja, wir hatten ja bereits das X27 mit der Pop-Up-Frontkamera für euch zum Unboxing und Hands-on am Start. Deswegen auch der Hinweis, am besten hier mal unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn hier gibt es die tägliche Dosis Android China Smartphones und Tablets. Ja, und wie immer schauen wir uns an nach dem Intro, was im Lieferumfang dabei ist und ein kurzes Hands-on. Beim X27 handelt es sich hier um ein Gerät mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale AMOLED-Display verbaut. Ihr seht dann auch einen Under-Display-Fingerabdrucksensor hier unter dem Touch-Panel integriert. Hier oben dann noch der Hinweis, also wir haben hier die Licht-Infrarot-Sensoren. Selbige sollen dann hier eben nicht abgedeckt werden. Und hier unten hinterlässt Vivo auch den Hinweis, dass der Under-Display-Fingerabdrucksensor lediglich mit originalen Schutzhüllen, also Display-Schutzhülle oder Tempered Glass von Vivo funktioniert. Da bleibt natürlich dann die Frage, ist das wirklich der Fall oder wollen die hier einfach nur die leicht teureren Zubehörartikel von sich selbst verkaufen? Ja, schaut's euch an. Wow, was eine Augenweide. Das X27 Pro, also hier in Schwarz, gibt es dann auch noch in Weiß. Wir haben eine Triple-Kamera auf der Rückseite. LED-Blitz, also wirklich sehr Schmuck. Was auch interessant ist, die Kameralinsen, die stehen hier nicht raus, nein, nein, sondern die sind tatsächlich ein bisschen im Gehäuse integriert, beziehungsweise ist das hier der Fall, weil natürlich auf der Rückseite auch noch hier eine Schutzfolie aufgetragen ist und hier vorne dann auch eine Schutzfolie. Ihr seht dann hier oben auch schon diese breite, diese ausfahrbare Kamera. Schauen wir uns aber gleich an, wenn wir hier mit dem Lieferumfang durch sind. Booten das Ganze mal. Also X27 Pro, ja, schöne Sache. Wir haben hier ein paar Kopfhörer mit dabei. In-Ear-Kopfhörer von Vivo. Auch noch verschiedene Aufsätze, verschiedene Silikonaufsätze für die unterschiedlichen Innenohren da draußen. 3,5 Klinkenbuchse, hier noch mit Bedienelement dabei, also auch ganz nice. Dann hier USB-Ladeadapter, 5 Volt 2 Ampere, 9 Volt 2 Ampere, 10 Volt 2,25 Ampere. Ja, der interne Akku, der verbaute mit 4000 mAh, kann also mit 22,5 Watt geladen werden. Wie immer dann der Hinweis, wir legen natürlich je nach Empfängerland auch passenden Adapter bei. Dann haben wir hier auch noch eine Schutzhülle, auch ganz nice, also mit hier den Öffnungen oben für die Kamera, für die Frontkamera, rückseitige Kamera, auch hier ein bisschen griffiger, bisschen milchig das Ganze. Also hochwertige Schutzhülle ist mit am Start. SIM-Tool haben wir natürlich auch mit dabei. Ja, das X27 Pro kommt mit Dual-SIM Kartenfach, hat 256 GB internen Speicher, welcher dann allerdings nicht per MicroSD-Speicherkarte erweitert werden kann. Garantie hier, hier die Schnellstartanleitung, also tatsächlich eine Schnellstartanleitung. Hier passen also dann zwei Nano-SIM-Karten rein. SAR-Wert wird angegeben, wie immer. Ja, und last but not least, fehlen darf natürlich hier auch nicht das USB Typ C Daten- und Ladekabel. Soweit also mal der Lieferumfang. Ja, wenn wir schon das SIM-Tool in der Hand haben. Also, ihr seht's, SIM-Kartenfach unterseitig angeordnet, Platz für zwei Nano-SIM-Karten, also kein Hybrid-Slot. Ja, dann haben wir hier, ich habe es gesagt, 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Wir haben ja hier immer
ein paar Kundenanfragen und die werden dann auch gerne mal von solchen riesigen Bildschirmdiagonalen abgeschreckt. Jetzt muss man hier mal dazu sagen, wir haben hier tatsächlich ein Meizu Note 3 5,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Hat hier in der Breite 75,5, wir haben beim X27 Pro gerade mal 74,6. Also hier auch ein ganz neues Seitenverhältnis von 20,5 zu 9, also nicht 18 zu 9, nicht 19 zu 9, nicht 19,5 zu 9, nein, 20,5 zu 9, also wird immer länglicher das Ganze. Vivo tituliert das auch als Tarot-Screen, einfach nur aufgrund der Abmessungen wie eine Tarotkarte. Also ihr seht dann tatsächlich das Note 3 von Meizu, was im Sommer 2017 rauskam, also keine 2 Jahre alt ist, ist deutlich breiter und somit ist das X27 Pro hier tatsächlich viel angenehmer mit einer Hand zu bedienen als das alte Note 3. Ja, dann, wenn wir schon bei den Abmessungen sind, wir haben hier 165,7 mm Länge und eine Dicke von 8,99 mm. Wir haben hier schon die hübsche Rückseite gesehen, hier eben auch so ein bisschen in Anlehnung quasi an das Oppo Find X. Hier kam ja dann dieser ganze Schlitten herausgefahren, diese Krümmung. Dann Auflösung, ja, 2460 mal 1080 Pixel, 92,12% Screen-to-Body-Ratio haben wir hier. 8 GB interner Speicher, ihr seht auch bei den Vivo-Geräten mittlerweile ja super. Das Ganze dann auch schon ab Werk hier mit deutscher Sprache vorinstalliert. Bluetooth 5.0 natürlich, ABGN. Wi-Fi habt ihr mit am Start. Ihr habt hier auch ein Multiturbo-Beschleunigungstechnologie verbaut für das Zocken, also hier auch die Spielkiste wieder. Denn ja, das X27 Pro ist optisch nicht nur vom Find X, sondern auch ein bisschen eine Mischung eben aus Find X Black Shark 2 von Xiaomi und dem Huawei P30 aufgrund der Kameras. Wir haben ein internes Kühlsystem verbaut, damit das Ding beim Zocken nicht allzu warm wird. Knallen hier mal auch die Helligkeit gerne hoch. Globale Eye Protection, also Augenschutz. Hier könnt ihr sogar die Uhrzeit einstellen, wann eben der Augenschutz aktiviert werden soll. Dunkelmodus auch mit am Start, also eben einfach den Farbverlauf ändern. Ja, was haben wir sonst noch? Schriftart, Schriftgröße, Ausrichtungssperre, Bildschirmfarben. Ihr könnt die hier auch noch einstellen. Normalmodus, heller Modus. Also was hier eben dann wie gewünscht eingestellt werden kann. Ja, Systemaktualisierungen werden hier auch unterstützt. Also über OTA, Over the Air, Wi-Fi oder mobile Daten. Fingerabdruck hinzufügen, ja, den könnt ihr hier eben hinzufügen, an der Display, ich habe es angesprochen, zum Entsperren des Handys. Akku 4000 mAh, habt ihr hier auch noch den Energiesparmodus oder den Superstromsparmodus, der eingestellt werden kann. Standort dann auch, neben GPS, HGPS, GLONASS und Beidou habt ihr auch für die europäischen Satelliten Galileo mit am Start. 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, OTG auch hier mit unterstützt. Weitere Einstellungen, hier wird es dann auch interessant, also über das Telefon. Modellnummer V1836A, Android 9 natürlich mit dabei. Das Ganze überzogen mit der eigenen UI von, also mit den Gesten, das ist natürlich wieder so eine Sache, überzogen mit Funtouch OS, Prozessor, ja, hier wird es auch wieder negative Stimmen geben, Freunde, aber dann bleibt natürlich immer die Frage, wenn hier jetzt tatsächlich ein Snapdragon 855 anstelle des 710
mit 2,2 GHz verbaut wäre, wäre das Gerät natürlich nochmal ein bisschen teurer. Und es bleibt dann auch die Frage, wie oft ihr tatsächlich diesen Prozessor hier ans Limit bringt. Denn für die täglichen Geschichten hier wie App-Nutzung, ein bisschen Surfen oder WhatsApp-Chatten wird hier nicht mal ein Snapdragon 710 an die Grenzen oder in die Knie gebracht. 8 GB RAM für Multitasking natürlich auch klasse. Ja, das sind dann hier mal so die Eckdaten, die ich schon angesprochen habe. Ihr habt NFC mit dabei, Easy Share, also einfaches Teilen mit dem Computer verbinden, Easy Touch, Tipp oder Vorschlag. Also hier, ihr seht es auch, immer alles gut in Deutsch erklärt. Soundeffekte habt ihr hier auch noch, Maschine, Rhythmus, Sci-Fi beim Aktivieren der Kamera, Umgebungslicht, zeige ich euch auch gleich. Ja, LED-Benachrichtigungslicht, hier wird es dann natürlich auch immer schwer bei diesen Fullscreen-Phones. Hier könnt ihr dann allerdings eine Erinnerung per Blinklicht einstellen bzw. aktivieren, dass eben das LED-Blitzlicht auf der Rückseite aufleuchtet bei Anrufen, Mitteilungen und Ereignisanzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Sprachen, da schauen wir auch gerne nochmal rein. Also Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, alles bereits ab Werk vorinstalliert und nutzbar. Farbumkehr hatten wir ja vorhin schon auch mal, Mono Audio. Dann habt ihr noch andere Einstellungen, intelligentes Bewegen, Smart Wake, Ein- und Ausschalten, intelligentes Anrufen, tippen Sie zum Lernen den Listenpunkt an, also auch ganz easy hier verständlich das Ganze. Intelligente Spiegelung, Smart Multiscreen, also ihr könnt hier den Display aufteilen, einhändiges S-Erfassung, also einen Screenshot machen, mit drei Fingern unter anderem auch, App-Clone und intelligentes Klicken, das sind hier so die Untermenüs im Einstellungsmenü. Dann habt ihr hier schon gesehen, Shortcut Center unten links hier aufrufbar, Lautstärke einstellen. Ihr kommt hier wie beim Drag and Drop eben bei den normalen Android Handys hier in dieses Drag and Drop Menü rein. Ja, und dann bleibt natürlich hier die Frage auch noch, Ein- und Ausschalte-Taste befindet sich auf der rechten Seite, also auch ziemlich weit unten hier. Da ja, wie gesagt, das Display ziemlich lang gezogen ist, somit auch schön erreichbar. Plus minus Lautstärke-Wippe. Wir haben hier oben noch die Klinkenbuchse. Dann kommt hier der Kameraschlitten rausgefahren. Hier der Telefonhörer. Nicht so leicht zu erkennen. Öffnung fürs Mikrofon. Die Antennenbänder hier noch mit einintegriert. Hier habt ihr den AI-Button. Leicht geriffelt. Und unterseitig dann eben Dual-SIM-Slot, Mikrofon, USB-Typ-C Ladeport und die Öffnungen für den Lautsprecher. Also wirklich ein schmuckes Teil hier, das X27 Pro. Ja, der Hauptsensor hier ein IMX586, 48 Megapixel, Blendenzahl 1,79. Unterstützt dann auch die Quad-Bayer-Farbfilter-Array-Technologie. Ein zweiter 13 Megapixel super weit Winkelsensor mit 120 Grad Weitwinkel und dann nochmal eine 5 Megapixel Linse für Tiefenschärfe. Ja, dann, ich habe es angesprochen, wir schauen uns hier gerne auch mal an diese Frontkamera, die hier rausgefahren bekommt. Ihr seht dann auch, wie vorhin im Einstellungsmenü gesehen, die Farbe auf der rechten und linken Seite. Diese kann dann eben geändert werden, hier dann auch sogar nochmal ein Telefonhöreransatz. Ihr habt hier auch das Aufhelllicht, also bei
schlechten Lichtverhältnissen könnt ihr hier auch noch selbiges einschalten oder eben dann automatisch entscheiden, was passieren soll. 20,5 zu 9, komm, machen wir das gleich mal. Also hier dann der ganze Bildschirm zur Verfügung. 4 zu 3 wieder ganz normal. Fährt dann auch in 0,62 Sekunden raus. Schauen wir auch mal auf der Rückseite, wie die Kamera hier aussieht. Pop-up Frontkamera, selbige mit 32 Megapixel Sensor verbaut. Ja, und sonst habe ich eigentlich alles angesprochen, was hier an Features so vom X27 Pro von Vivo unterstützt wird, mit an Bord ist. Also ein schmuckes hier Upper Midrange Smartphone, nicht gerade High-End, da eben der 855er Snapdragon fehlt, aber mit dem Snapdragon 710, dem Adreno 616, ja, seid ihr immer noch gut aufgehoben. Ja, vom X27 Pro, ihr findet wie immer die weiteren Infos direkt in der Videobeschreibung mit Link zu uns in den Online-Shop auf die Produktdetailseite. Ihr habt weitere Fragen zum Gerät selbst, kein Problem, einfach mal hier einen Kommentar hinterlassen, unseren deutschsprachigen Kundensupport per E-Mail kontaktieren oder dann eben andere soziale Medienkanäle verwenden. Wir freuen uns wie immer von euch zu hören, sagen an dieser Stelle natürlich auch wieder danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.